Hey, was geht ab? Mein Name ist Jonathan. Ich bin Johan und wir sind heute am Hamburger Rathaus und bin ich euch heute einmal mit. Das hier ist der Bürgerschaftssaal. Hier finden auch die Bürgerschaftssitzung statt und hier haben wir auch unsere Interviews mit den Politikern und den Schülern gemacht. Und später werden dann ihr von den Gruppen, da stellen sie dann ihre erstellten Anträge vor. Also gestern war der erste Tag, da haben wir uns am meisten über die Bürgerschaft gekümmert, haben wohl das Bundesland Anträge geschrieben. Das Wichtigste war die Bahnstation, dass sie erneuert werden und mehr U-Bahn, zum Beispiel eine U5 oder so. Sehr viel über Kameras gelernt und wie man die besten Fotos schießt und ja, das war auf jeden Fall sehr interessant. Ich habe bei diesem Projekt die Aufgabe, Ausschusssitzungen zu betreuen, die Gruppen ein bisschen zu unterstützen. Ich werde eine Ausschusssitzung leiten zum Thema Umwelt, Klima und Energie. Ich bin einfach nur als beliebter Ansprechpartner hier vor Ort und helfe gerne für Fragen und Anregungen und versuche, ein paar Einblicke zu bekommen. Ich habe kennengelernt, wie die Gesetze entstehen. Also die Anträge haben wir selbst geschrieben und durften auch ein paar davon hoffentlich einbringen, die dann auch vielleicht umgesetzt werden. Wir durften einmal im Plenarsaal zuschauen, wie das aussieht bei einer Rede. Wir dürfen dort auch selbst noch reden. Das Projekt Jugend im Parlament finde ich super wichtig. Ich war gerade in einer Gruppe und habe gesehen, wie engagiert die Schülerinnen und Schüler über die Themen der Zeit diskutieren, sich ihre Meinung bilden und das noch zusammen mit anderen Schülerinnen von anderen Schulen dieser Stadt in Kontakt kommen. Das ist unsere Zukunft. Das Projekt Jugend im Parlament ist eine wichtige Sache, damit die Jugend in Hamburg sozusagen feststellt, wie das Parlament arbeitet. Ich mag das total gerne. Also ich habe auch schon früher, bevor ich Politikerin wurde, Planspiele gemacht. Ich finde ja, über Politik kann man am meisten lernen oder am meisten verstehen, wenn man es einfach macht. Die Jugendbeteiligung ist mir extrem wichtig, weil wir auch die Perspektive von Jugendlichen brauchen. Die Jugendbeteiligung in der Bürgerschaft ist ein richtiger und wichtiger Ansatz, um die Jugend sozusagen einzubinden, weil es ist ja immer mehr, dass im Parlament Leute sitzen, die etwas älter sind, nennen wir es mal nett ausgedrückt. Im Alltag haben wir aus den Erfahrungen leider viel zu wenig Kontakt mit der Jugend. Ich finde, jeder Politiker und jede Politikerin sollte verpflichtet sein, wirklich regelmäßig mit Jugendlichen dieser Stadt in Kontakt zu treten. Meiner Meinung nach sollte in Hamburg vielleicht mehr HDUs oder mehr Outdoor-Fitness. Was mir in Hamburg vielleicht fehlt, wäre vielleicht noch ein paar mehr Grünanlagen, also Parks. Also ich persönlich finde, dass es mehr U-Bahn und Bahnstationen geben sollte. Den Hauptbahnhof zum Beispiel sicherer machen, Richtung S-Bahn hin. Also es soll verändert werden mit den Obdachlosen, dass sie nicht immer auf der Straße sind, ohne Essen, ohne Decken. Einfach auch, dass das Verkehrsnetz ausgebaut wird und eben auch die Straßen verbessert werden. Der Einfluss der Jugend auf Hamburg in 30 Jahren müsste dahin gehen, dass wir es schaffen, dass nicht nur ältere Leute im Parlament sitzen, sondern immer auch mehr Jugendliche, am besten im gleichen Anteil. Hoffentlich mit dem Einfluss der Jugend weiterhin zukunftsfähig, vor allen Dingen was Fragen von Klima und Nachhaltigkeit angeht, denke ich, brauchen wir gerade die Jugendlichen. Und außerdem sind in 30 Jahren die Jugendlichen die Arbeitskräfte, die die Stadt hier am Laufen halten. Weiterhin eine weltoffene, friedliche Stadt, wo jeder Mensch einfach so sein und so leben kann, wie er möchte. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen, wie das Alltag hier so aussah mit Jugend im Parlament. Und lasst ein Like da, lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke und checkt die anderen Videos ab. Und ja, haut rein. Seht uns. Dankeschön. Danke.